Maureen Maisha-Eggers, Sie sind Geschlechterforscherin und Erziehungswissenschaftlerin, zudem Professorin für Kindheit und Differenz, also Diversity Studies, an der Hochschule Magdeburg-Stendal seit 2008. Heute widmen wir uns in diesem Interview die stark medial ausgetragene Diskussion über Diskriminierung in der Kinderbuchliteratur. Dazu auch meine erste Frage. Wird der derzeitige Kanon an deutschsprachiger Kinderliteratur der gesellschaftlichen Realität in Deutschland überhaupt gerecht? Wie sehen Sie das? Ich schätze die derzeitige Lage eher problematisch ein. Es sieht zwar so aus, als würden Menschen, die als andere konstruiert werden, mehr in der Literatur gespiegelt werden. Aber die Art, wie sie gespiegelt werden, ist wenig dominanzkritisch. Das heißt, wir haben eine Zunahme von Differenz, von Menschen, die wahrgenommen werden als Menschen, die Merkmale der Differenz haben. Und trotzdem bleibt die Erzählweise dominant. Auf welchen Ebenen drücken sich diese Differenzkonstruktionen aus? Können wir da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen? Ja, das ist tatsächlich besser zu verstehen, wenn man sich ein Werk ganz nah anguckt. Eine meiner Hauptbaustellen ist Pippi Langstrumpf. Das finde ich sowieso eine faszinierende Baustelle. Es sind drei Pippi Langstrumpf-Erzählungen, die eine extrem hohe Auflage erreicht haben und an Aktualität eigentlich kaum zu überbieten sind. Also die sind ein Produkt, das ankommt. Ich selber bin verankert in der feministischen Kritik, also ich bin schon dafür offen, Weiblichkeitskonstruktionen, die so ein bisschen unkonventionell sind und einen anderen Weg gehen, mitzuverfolgen oder mit voranzutreiben. Wenn man sich Pippi Langstrumpf aber anguckt, ist es so, dass eigentlich eine einsame Figur hochstilisiert wird als eine sehr handlungsmächtige Figur, die aber eine Ausnahme darstellt. Also schon allein auf der Ebene von Geschlecht, wenn man sich die Weiblichkeitskonstruktion anguckt, haben wir Pippi Langstrumpf, die Hauptfigur des Buches. Und neben ihr haben wir ein anderes Mädchen, Annika, was eigentlich schon fast als Kontrastmittel immer eingesetzt wird, um zu zeigen eben halt, wie stark und wie unabhängig und wie mädchenuntypisch Pippi Langstrumpf ist, wird eben halt Annika aufgebaut als ein typisches Mädchen, also in dem gesellschaftlichen Verständnis, die Weiblichkeitsbilder, die es eben halt gibt, die ganz konventionell sind, die ist ängstlich, die ist eher häuslich, also all die Dinger, die Pippi eben halt nicht ist. Und das finde ich ein wenig solidarisches Bild. Wenn man sich Pippi Langstrumpf auch noch zudem rassismuskritisch durchliest, dann wird der Umfang des Problems um ein Vielfaches größer. Da ist es eben halt das Problem, dass da, wenn man den Kontext von Pippi Langstrumpf anguckt, das Buch ist geschrieben worden mitten im Zweiten Weltkrieg und bezieht sich zu einem sehr starken Teil auf ein Verständnis, ein weißes Verständnis von einer anderen Welt. Das heißt, Pippi Langstrumpf wird irgendwie, ihre Abenteuer werden sehr stark angereichert über das Thema Kontakt und Wissen zu anderen Teilen des, also Weltwissen, könnte man sogar sagen. Und dieses Weltwissen ist kein anerkennendes Wissen, in dem es darum geht zu gucken, es gibt zentrale Themen vielleicht für Pippi Langstrumpfs Leben und die werden von Menschen an verschiedenen Orten bearbeitet, die setzen sich damit auseinander und haben Lösungsvorschläge. Das passiert nicht. Was passiert ist, dass die markierten andere wieder als putzige, merkwürdig handelnde Wesen dargestellt werden. Beispiele gibt es, weil Pippi Langstrumpf sich als Erzählfigur erzählt Pippi Langstrumpf zum Beispiel, dass in Ägypten gehen alle Menschen rückwärts. Und dann, weil die anderen dann sehr verwundert sind, bringt sie Hinterindien ins Spiel. Ja, in Hinterindien geht man auf die Hände. Oder die Konstruktion, in Kenia lügt man den ganzen Tag lang. Und wenn sie mal lügt, dann müssen sie ihr das verzeihen, weil dann hat sie zu viel Zeit in Kenia verbracht. Und dann geht es weiter nach Brasilien, über China. Also es gibt all diese Orte, Weltorte, werden mit einer Art von Putzigkeit und von skurrilem Verhalten in Verbindung gebracht. Und das ist das, was ich lese als eine Erhöhung von Differenz. Also man benutzt Differenz als Erzählmittel, als Stilmittel. Das ist zentral zu der Erzählung. Die Erzählung würde nicht funktionieren ohne dieses Putzigsetzen von anderen Leuten. Es ist ganz, ganz zentral. Und gleichzeitig sind diese Figuren, die von anderen Menschen, wenn man die zusammennimmt, sind die eigentlich schon abschätzig.
Und das meine ich. Also die Erhöhung von Differenz allein ist eigentlich schon fast eher ein Garant dafür, dass die Dominanz eher gestärkt wird und hierin die weiße Dominanz gestärkt wird. Was könnten im Gegensatz dazu positive oder visuelle Identifikationsfiguren sein? Einmal ist es für mich wichtig, Erzählungen als Zugang zu Handlungswegen zu verstehen. Wenn ich erzähle und erzähle, wie Geschehnisse vorangetrieben worden sind von Menschen, die daran agiert haben, dann sage ich eigentlich was über die Handlungsstrukturen, über das Verzweifeln, was mit Handeln zusammenhängt, über die Auseinandersetzung, über die Reflexion und über Versuche. Also eigentlich hängt für mich Erzählung sehr stark mit der Sichtbarmachung von Handlung zusammen. Das ist das eine. Das zweite ist, nachdem ich das gesagt habe, Erzählungen bringen Menschen unterschiedlich handelnd vor. Durch eine Erzählung kann ich sehen, ob Menschen handeln darin vorkommen oder nicht. Und mein Anspruch ist eben halt bei Literatur, die emanzipativ, sich als emanzipativ versteht, vielleicht sogar als empowernd versteht, dass es Menschen, vielfältige, so viele Menschen wie möglich, die Möglichkeit geben muss, dass sie sich selber als handelnd vorkommend erfahren können. Haben Sie auch gute Beispiele? Wie könnte vorurteilsbewusste Literatur für Kinder aussehen? Ja, es gibt tatsächlich Ansätze, Literatur zu produzieren, mit dem Anspruch, diskriminierungskritisch zu sein oder diversitätsbewusst zu sein. Das Erste, was für mich immer wichtig ist, ist, wenn ein Kinderroman sich bemüht, normierte Vorstellungen zu brechen, etwa von Männlichkeit oder eben halt Weiblichkeitskonstruktion. Es gibt das Buch Prinzessin Fifigunde, das ist eine Übersetzung, es gibt einen anderen Titel, ich glaube, es ist aus dem Kontext UK kommt und übersetzt worden ist ins Deutsche, und das ist eine Prinzessin, die gerne Motorrad fährt. Ihr Lebensziel ist nicht zu heiraten. Die gestaltet Annäherung, wie sie für ihr Leben, für ihre Lebensthemen wichtig sind oder eben halt, wie sie das für ihre Handlungen sozusagen braucht. Das finde ich ist ein gutes Beispiel. Dann gibt es jede Menge Beispiele aus dem Bereich Literatur, aus dem rassismuskritischen Bereich zum Beispiel. Da ich viel mich in der schwarzen Community bewege, kenne ich sehr viel Literatur. Von Toni Morrison gibt es ein Buch zum Beispiel, ein Kinderbuch. Was sehr faszinierend ist, so wie Toni Morrison eben halt ist, ist eben halt nicht ein klares Buch, was sozusagen versucht, positiv zu sein, sondern es versucht, die Vielschichtigkeit des Lebens und die Ambivalenzen des Lebens auf eine liebevolle Art und Weise zu thematisieren. Es gibt ein Buch, Happy to be Nappy. Ich habe leider die Autorin nicht im Kopf, aber da geht es eben halt darum, dass die Beschaffenheit von schwarzer Haare in der Gesellschaft negativ bewertet werden. Also es entspricht sozusagen das dominante Bild nicht. Und das ist eine Intervention, die versucht, Ästhetik von einer schwarzen Perspektive aus anzugucken. Und da heißt es eben halt, es sind kräftige, wollige Haare. Und genau, das Buch finde ich toll. Mein Lieblingsbuch heißt Amazing Grace. Es ist ein Wortspiel. Ins Deutsche ist es übersetzt in Erstaunliche Grace, auch aus dem Kontext UK. Und da geht es auch um ein schwarzes Mädchen, ich glaube, die ist 8 Jahre alt, die sich starke Gedanken macht über ihre Handlungsräume. Ganz aktuell, sie möchte gern Peter Pan spielen. Also es geht um ein Vortanzen in der Schule. Es soll ein Theaterstück aufgeführt werden, Peter Pan eben, und die möchte gerne die Hauptrolle haben. Und die wird sofort mit Barrieren konfrontiert. Du bist kein Junge, du bist nicht weiß, also was sie alles irgendwie so nicht kann. Und die ist irgendwie sehr gekränkt davon und irgendwie sehr aufgewühlt. Und die wächst mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter auf, also in einem Frauenhaushalt. Und sie geht erstmal nach Hause und traut sich dann irgendwann denen zu sagen, was sie so ärgert. Und dann überlegen sie mit ihr und verschaffen ihr einen Zugang zu schwarzen Lebensgeschichten von schwarzen Menschen, die viele Barrieren in Kauf genommen haben, die überwunden haben und sich Bereiche, Handlungsräume sozusagen erobert haben. Also das ist so ein Stück weit das, worum es in dem Buch geht. Und ich finde die Mischung aus Auseinandersetzung, also realitätsnah und an Lebensthemen, an Bedeutungen von Kindern und Jugendlichen, also dass das ein Element ist, eben halt diese Nähe zu haben und dann die Möglichkeit, tatsächlich so Lösungswege durchzugehen, ohne jetzt einen ganz klaren Lösungsweg auszugeben als der Weg.
Also so ein Stück weit das, was wir letztendlich mit der Reflexion machen, dass wir so vor und zurück gehen, uns die Bedeutung, die bedeutsamen Sachen angucken und eben halt Lösungsversuche angehen, bis irgendwas sich herauskristallisiert nach mehrmaligem Handeln, was ja ein gangbarer Weg ist, vielleicht sogar ein genussvoller oder ein lustmachender Weg ist. Sie haben ja auch die These aufgestellt, dass Kinder race, gender und power conscious sind. Können Sie die These ausführen? Also Consciousness setzt voraus überhaupt eine Wahrnehmungsfähigkeit. Und Kinder sind sehr früh in ihrem Leben imstande, die soziale Welt mit ihren Teilungsprinzipien, mit ihren Bewertungsmustern, konkret Macht und Ohnmacht, Statusunterschiede, das alles wahrzunehmen. Und das strukturiert sich natürlich, je mehr Zeit sie in der sozialen Welt verbringen. Mit 4 Jahren und ein paar Monate, das ist irgendwie so eine ganz entscheidende Stelle, in der sie ganz krass die soziale Welt in ihren Spielkonstruktionen, Spielinhalten hervorbringen. Also ich finde es ein interessantes Alter, sie zu beobachten. Aber diese Differenzierungsrealitäten fangen früher an. Also mit Gender Power und Race Consciousness wollte ich hervorheben, dass die Wahrnehmungsfähigkeit sich nicht... Es ist keine diffuse, oberflächliche Wahrnehmungsfähigkeit, die Kinder an den Tag legen, sondern die nehmen tatsächlich die Gebrochenheit der sozialen Welt wahr. Und das ist für mich wichtig, weil wir in anhaltenden sozialen Ungleichheitsverhältnissen leben. Wenn wir die Ungleichheitsverhältnisse nicht hätten, dann wäre es nicht so ein interessantes Thema. Aber dadurch, dass das soziale Ungleichheit, gesellschaftliche Ungleichheit tatsächlich alltäglich und normal ist und wirklich konstant ist, ist es natürlich schon eine dolle Schwere, die Kinder da an den den Kindern begegnet, wenn die soziale Welt kennenlernen. Inzwischen bin ich tatsächlich sogar noch von dieser These ausgehend noch mal tiefer gegangen und in rassismuskritischer Hinsicht gehe ich davon aus, dass es sogar Sinn macht, bei schwarzen Kindern, Kindern of Color, bei rassistisch markierten Kindern, davon auszusprechen, von Rassismus erfahrenen Kindern zu sprechen. Und als ich das erste Mal auf Kinder angewendet habe, es fiel mir leichter, von rassismus erfahrenen Erwachsenen zu sprechen. Bei Kindern ist es tatsächlich so, dass über ihre biografische Spanne, also jetzt schwarze Kinder zum Beispiel, dass sie so viele Erfahrungen machen, der Zuschreibung, der Bewertung von ihrem Schwarzsein. Die werden mit Spekulationen konfrontiert, was es bedeutet, dass sie schwarz sind. Und in der Reflexion davon, wie ihr Alltag aussieht in der Kita, sehe ich, dass es ein zentrales Thema ist. Ein Thema ist zum Beispiel, dass schwarze Kinder einfach empirisch sehr häufig die Erfahrung machen, dass man ihnen in die Haare fasst, ohne zu fragen. Man fasst mir übrigens auch in die Haare als erwachsene schwarze Person. Das ist eine Erfahrung, die tatsächlich nicht mal aufhört mit einer gewissen Altersgrenze, sondern es sind oft irgendwie so, ja, darf ich mal anfassen und die Hände sind schon in den Haaren drin. Und über das Generationsverhältnis fällt es natürlich viel leichter, ein Kind in die Haare zu fassen. Das heißt, in der schwarzen Community, in der Teil, der rassismuskritisch ist, kriegen Kinder tatsächlich Informationen mit zu reflektieren, wie es sich anfühlt, einfach angefasst zu werden, ohne befragt zu werden, und kriegen auch Strategien vermittelt, wie sie erkennen, dass eigentlich schon ein körperlicher Übergriff kommt, bevor der kommt, und wie sie darauf reagieren können, je nachdem, in welchem Raum sie sich bewegen. Und das nenne ich eben halt, das ist ein Teil davon, wenn ich von Rassismus erfahrene Kinder spreche, dann meine ich einmal die gewaltförmige, unentrinnbare Erfahrung von Rassismus, weil Rassismus eben halt leider die Normalität ist. Ich meine aber auch ihre Strategien, die sie innerhalb von der Community verhandeln, aber die sie auch selber entwerfen. Kreativ entwerfen oder eben halt die aus Verzweiflung und aus der Not geboren sind.